Einfach mal so zur Abwechslung und so. Ich würde am liebsten alle fünf hier befehligen, aber nö. Da ein Gaskanister. Wo sind wir hier? Das muss eine Art Depot sein. Ziemlich runtergekommen. Okay. Du bist mir nicht geheuer. Sie lässt sich nicht bewegen. Wir müssen sie irgendwie wegsprengen. Ja, du bist doch hier der Sprengspezialist. Den habe ich doch schon gesehen. Die Batterie dieses Service-Roboters geht noch. Willkommen, danke für den Besuch. Benötigen Sie unseren Auffüllservice? Füll den Tank hier mit Benzin. Bis oben hin. Wie Sie wünschen. Shit, natürlich. Ein Transporter! Das war ja abzuwarten. Abgeschlossen. Danke für Ihre Kundschaft. Okay, ich bewege den Benzintank. Du gibst mir Deckung. Ja, einer muss ja hier Deckung geben. Lade nach! Ach, wo? Da. Geh weg. Einfach weg. Das sind zu viele. Zu viele zwei oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bräuchte trotzdem mal Munition. Die Gaskanister bewegen sich auffällig schnell zu uns. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Mist. Ich habe nicht mehr so viel Munition. Habt ihr mal jemand ein bisschen Muni? Oder so? Man kann ja mal fragen. Oder vielleicht hier mal gucken. Liegt hier irgendwo was? Ich sehe halt jetzt nichts, ne? Und ich bräuchte so viel. Ich könnte bei dem Ding da was kaufen, aber... Da denke ich mir halt wieder so, ja, 5 Meter weiter finde ich wieder Muni. Okay, nehmen wir mal die Pistole. Die hat wenigstens endlich Schuss. Lade nach! Die ist auch gar nicht mal so scheiße. Scheint, als hätten wir uns übernommen. Ach, du immer und einen übernommen. Ist doch wahr. Hat er denn jetzt hier mal den Kanister da weggeschoben? Ich hoffe doch. Anscheinend ja. So, wir sind durch. Wir sind durch. Shit, der Tank ist zu früh explodiert. Probier's nochmal, Dan. Willkommen. Danke für den Besuch. Du hast ja auch den Kanister nicht weit genug geschoben. Oh ja, nochmal voll tanken. Wie Sie wünschen. Haltet die Position, bis der Tank voll ist. Tötet schon dabei. Und jeden, der uns bedroht. Verdammt. Verdammt. Komm, geh in Deckung. Schrotthaufen. Blechbirne. Feuer. Schaumähren. Altmetall. Überall. Ich will nur mit der Pistole treffen und ich bin der King. Sehr schön. Was wird denn das okay, hier schon wieder? Ich bewege den Benzintank. Du gibst mir Deckung. Eigentlich will ich nicht das Dingens hier eintauschen. Ich bin ja so ein bisschen, ne, gebrandmarkt von anderen Spielen. Okay. Wo ist denn Bow und verschiebt hier das Dingens? Auch irgendwie mal eine andere Deckung, ist das Gefühl. Und schieben muss er nochmal üben, ne? So, schiebst du jetzt auch mal da hinten? Ich frag ja nur. Er schiebt immer noch nicht.
Jetzt schiebt er. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. Ups. Weiß nicht, was das war. Big Bo hat's erwischt. Shit, der Tank ist zu früh explodiert. Probier's nochmal, Dan. Ja, klasse. Willkommen. Danke für den Besuch. Benötigen Sie unseren Aufwärmservice? Das klingt ja nach einer Menge Spaß hier gerade. Oh ja, nochmal voll tanken. Es wäre besser, wenn ich halt Munition hätte. Ich könnte mir natürlich was kaufen. Bis der Tank voll ist. Tötet alles und jeden, der uns bedroht. Ja, ja. Nachladen! So. Steh irgendwie mitten im Gefecht, ne? Ist immer toll. Okay. Krabbel nicht. Und schieß nicht. So, Dan, wie weit bist du? Auftanken ist abgeschlossen. Na, immerhin. Danke für Ihre Kundschaft. So, und jetzt alle guten Dinge sind okay. Drei und jetzt ich schiebst du das mal. Benzintank. Du gibst mir Deckung. Ich hatte es halt vorhin auch irritiert, dass er einfach gar nicht mehr an das Ding da geschoben hat, sondern einfach nur dachte so, ja, okay, ich kämpfe jetzt mal mit. Und dann dachte ich mir halt so, ja gut, dann bringe ich halt das Ding in die Luft. Wir haben's gleich. Du sagst, wir haben es gleich. Ich sehe das noch ein bisschen anders. Noch ist der Tank nicht an der Tür. Weißt du? Aber nur gut. Ja, ich bin hier, ihr Penner. Ich bin hier. So, Dan, wo bist du denn? Scheiße, das nimmt kein Ende. Verdammt. Ist jetzt mal irgendwas Schluss hier? Hat Boateng das jetzt bald mal da hingeschossen? Hingeschoben? Ich meine, wenn es so weitergeht, kriege ich noch gute Punkte. Bald geschafft. Nur nicht nachgeben. Ich lenke die mal hier in die Richtung von den Schüssen her. Oh, nicht schon wieder. Ihr seid mir welche, danke wirklich. Für den Besuch. Benötigen Sie unseren Aufwärmservice. Ah. Der nervt schon so ein bisschen, ne? Nein. Verdammt. Hier. Mann, 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 Mann. Oh ja, nochmal voll tanken. Wie geil. Sie weißt du, ich Position, bis der Tank ich bewege mich ist. Extra in eine Richtung. Alles und jeden, der uns bedroht. Damit die halt nicht in die Richtung schießen. Und was passiert? Der Tank explodiert. Ist toll. So mag ich das. Hätte ich mal nicht deinen ersten Versuch irgendwie so vergeigt, ne? Aber ich wusste es halt nicht besser. Das Auftanken ist abgeschlossen. Danke für Ihre Kundschaft. Okay, ich bewege den Benzintank. Du gibst mir Deckung. Ja, ja, mach hin. Im Moment ist es sehr ruhig. Ich höre, wie sich irgendwie was anfliegt hier mal wieder. Glaube ich. Oder aber die haben tatsächlich aufgegeben und sagen, ja gut, jetzt schicken wir keine Einheiten mehr. Dann soll mir das auch recht sein. Big Bo schiebt. Und schiebt. Und schiebt. Und schiebt. Und schiebt. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es vom Spiel so gewollt, dass halt ab einem gewissen Punkt einfach keine Dinger mehr kommen, damit man da auch wirklich durchkommt. Finde ich okay. Statt dass ihm mal jemand hier hilft? Nein.
So denn, könnte jeder kommen. Komm schon, Big Bo. Schnarch. Doppelschnarch. Na, haben wir's? Jetzt haben wir's anscheinend. Alles klar, der Tank ist in Position. Ziel auf den Benzintank. Geht doch, geht doch. Okay, Bewegung, Leute. Und da sind natürlich noch mehr. Ist Mifune unter der Station. Lasst uns hingehen. Verdammt. Verdammt! Muss hier mal so ein bisschen in Deckung. So weit vorrennen war keine gute Idee. Kommt auch von mir. So, ich dachte, da oben fliegt irgendwie so eine Suchdrohne oder so. Hallo? Was machst du denn da? Habe ich gesagt, du darfst aufstehen? Habe ich nicht. Würde ich mich dran erinnern. Okay. Warte. Da ist was. Das ist doch wohl ein Scherz. Oh ja, jetzt wird's wirklich lustig. Du hast einen seltsamen Humor, Sergeant. Feuer frei! Oh shit. So war das aber nicht geplant. Scheiße. Lauf! Verflucht! Okay. Es wird keinen kommen hier. Shit. Lauf schneller! Geht das nicht noch schneller? Ich weiß doch gar nicht wohin. Geht ohne mich! Oder auch nicht. Boah. So. Auch noch mit kleinen Quicktime-Events hier. Ich glaube, es hackt. Hier stürzt nichts ein, ja? Schön scheiße. Hier lang! Wir fliehen durch die Gasse! Shit! Eine Riesenspinne! Damit habe ich nicht gerechnet! Und ich erst. Das Heimatschutzministerium meint es ernst. Ab jetzt wird die Security schärfer. Das ist scheiße. Das reicht, Sergeant. Reiß dich zusammen. Es ist egal, wo wir herkommen. Wir sind die Rost-Crew und wir müssen einander unterstützen. Ich verlasse mich vor allem auf dich, Sergeant. Schließlich heißt du nicht umsonst Survivor, oder? Ja, stimmt schon. Ist das sarkastisch gemeint? Hoffentlich. Ich kann hier nicht den Babysitter spielen. Also was denn okay, jetzt? Gehen wir. Und wenn's irgend geht, sollten wir einen Kampf gegen dieses Monster vermeiden. Okay. Wenn wir nur immer einer Meinung wären. Ja. Wenn das mit dem Wenn nicht wäre. Jetzt gibt es nur einen Weg. Und zwar hoch in das Gebäude hier. Okay. Das ist gut, weil dann haben wir nämlich hier vielleicht Upgrades, die wir brauchen können. Für unser Sturmgewehr. Obwohl, im Moment ist hier nichts, okay. Dann sparen wir erstmal noch, bevor wir jetzt irgendwie jemand anderem was hier geben. Weil man weiß ja nie, ne? Man weiß ja nie. Hier kommen wir raus aufs Dach. Ist ja toll. Wir decken sämtliche Zonen ab. Wir passen rechts auf, du links. Gut. Okay. Du übernimmst den linken Bereich. Links ist jetzt aber nicht ganz so viel. Da. St-
stirb!